In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du den Abstand zwischen jeglichen zwei beliebigen Punkten in einem Koordinatensystem bestimmen kannst. Da fragst du dich jetzt vielleicht, wow, das hört sich ja toll an. Also, Abstandsformel D ist gleich die Wurzel aus x1 minus x2 zum Quadrat plus y1 minus y2 zum Quadrat. Äh, lange Formel merken. Ich sag dir eins: Du brauchst dir die gar nicht merken, wenn du den Satz des Pythagoras schon verstanden hast. Weil das ist nichts anderes als der Satz des Pythagoras. Können wir den nochmal schnell aufschreiben? So einfach zur Erinnerung. Also, wir haben immer gesagt, a plus b ist gleich. Quadrat richtig okay, also wir schreiben den mal einfach hier drunter und jetzt gucken wir mal, wenn wir uns jetzt einen beliebigen Punkt ausdenken, zum Beispiel Punkt 1 soll sein, sagen wir mal, 3 und minus 4 und Punkt 2 soll sein 6 und 0. Okay, wenn wir die jetzt eintragen, dann gucken wir also: x für den ersten Punkt ist 3, gehen wir zu 3 und y ist minus 4, also 4 runter: 1, 2, 3, 4. Hier unten ist dein Punkt 1 und dann haben wir beim zweiten 6 und 0. Also, wir gehen 6 auf x entlang und 0 in der y-Ausrichtung. Also, sind wir genau hier. Ja, hier ist dein Punkt 2. Und jetzt den Abstand dieser beiden Punkte: das wäre diese Strecke hier, stimmt's? Das wäre dein Abstand zwischen diesen beiden Punkten. Jetzt ist die Frage, wie berechnen wir den? Also wir könnten jetzt diese lange Formel hier oben nehmen oder die Pythagoras Formel oder du kannst auch einen Zirkel einstechen und hier mal so eine Linie ziehen, einen Kreis quasi, eine Kreisbahn verfolgen und gucken, ob das hilft. Aber um das richtig schön genau zu machen, würde ich sagen, folgen wir doch mal die Idee des Satzes Pythagoras und wir machen einfach mal das hier in ein rechtwinkliges Dreieck. Du siehst es vielleicht jetzt noch nicht, aber wenn ich jetzt hier anfange zu malen, also ich mache jetzt hier eine dicke Strecke hin eine Seitenlänge und hier eine Seitenlänge, ja, ist jetzt nicht so schön, aber egal. Also hier oben wäre dein Punkt C und hier wäre dein rechter Winkel, ja. Und das heißt, gegenüberliegend das hier, das wäre deine Hypotenuse, die sich unten erstreckende. Und in dem Fall ist es genau das Gleiche wie was du hier berechnen willst, nämlich diese Distance, diesen Abstand zwischen den beiden Punkten. Also in dem Fall ist das hier deine Strecke, die du berechnen willst, das gleich wie die Hypotenuse? Das heißt, wenn du jetzt weißt, wie lang diese beiden Katheten sind, dann können wir das berechnen. Und das können wir rausfinden, weil wir, wir jetzt können es einfach zählen. Wir können sagen, hier ist 1, 2, 3, also die Strecke A hier oder die Seitenlänge A ist also drei Einheiten lang und das hier 1, 2, 3, 4. Das geht. Aber um das ein bisschen genauer zu machen, können wir natürlich die Punkte einfach einsetzen. Wie kriegen wir raus, wie lang diese Strecke ist? Da müssten wir natürlich x von dem Punkt 2 hier abziehen von diesem Punkt 1. Dann kriegen wir raus, wie lang diese Strecke ist. Also das machen wir doch mal. Dann gucken wir uns an. Also der erste Punkt hier hat eine 3 in der x-Richtung und der zweite Punkt eine 6. Also müssten wir sagen 3 minus 6. Und die Reihenfolge hier ist wirklich schnurz, weil wir das ja am Ende quadrieren. Das heißt, wenn hier was Negatives rauskommt, dann kommt am Ende was Positives raus. Also keine Problematik. Und für die y-Ausrichtung haben wir hier einmal minus 4 und dann nochmal 0. Und das wird auch quadriert. Und dann sollen wir rauskriegen unser c-Quadrat bzw. unseren Abstand zum Quadrat. Okay? Und du siehst, wir haben jetzt wirklich nichts anderes gemacht, als was hier oben steht. Wir haben die beiden x-Koordinaten für die beiden Punkte abgezogen und wir haben die beiden y-Koordinaten für die beiden Punkte abgezogen. Also genau das, was wir hier gemacht haben. Jetzt gucken wir, also 3 minus 6 wäre minus 3, minus 3 mal minus 3 ist dann gleich 9. Jetzt haben wir minus 4 minus 0, das bleibt bei minus 4, aber minus 4 mal minus 4 ergibt eine positive 16. Und das soll sein unser d-Quadrat. Dann haben wir 9 plus 16, das ergibt 25. Also hier haben wir 25 ist gleich d-Quadrat. Wie kriegen wir dieses Quadrat jetzt weg? Da müssen wir auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, genau. Also auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Das heißt, wir haben hier die Wurzel aus 25 entspricht dann der Wurzel aus d Quadrat. Und wenn wir das ziehen auf beiden Seiten, was ist die Wurzel aus 25? 5 mal 5 ist 25 und die Wurzel aus d Quadrat ist dann einfach nur noch d. Also dieses d entspricht unserer Hypotenuse, entspricht unserem c. 5 Einheiten ist diese Strecke lang. Und du hast also wirklich nichts anderes gemacht, als diese Formel hier oben anzuwenden. Also, obwohl die jetzt Abstandsformel heißt, ist es eigentlich nur der Satz des Pythagoras. Das heißt, du musst gar nichts Neues lernen. Ist das nicht super cool? Machen wir noch ein Beispiel. Hier machen wir jetzt mal auch zwei beliebige Punkte, sagen wir mal, minus 6 und minus 4. Und der zweite Punkt soll sein, sagen wir mal, 1 und 7. Okay, wenn wir die jetzt einzeichnen, gehen wir also minus 6 auf der x-Achse und dann nochmal minus 4 auf der y, 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier unten unseren Punkt 1 und dann haben wir hier 1 und 7, also 1 in Richtung der x und 7 in Richtung der y. Und das ist ein ganz schön großes Dreieck diesmal. Wir wollen also hier diese Strecke zwischen hier und hier bemessen. Also das ist unser Abstand, ja, das wollen wir wissen. Dann können wir uns wieder einzeichnen, unser Dreieck. Du kannst dir ja das Dreieck hier oben hinmalen, wenn du willst, oder hier unten, was dir lieber ist. Ich mache es jetzt mal hier lang. Also hier wäre unsere eine Kathete und hier lang wäre unsere zweite Kathete. Dann hätten wir hier unten wieder unseren Punkt C und damit ist das hier wieder unsere Hypotenuse, weil hier ist unser rechter Winkel und dem rechten Winkel gegenüber liegt die Hypotenuse oder in dem Fall unsere Distance, unser Abstand. Also dann schauen wir mal, dass wir das ausrechnen. Wir wollen also zuerst hier vielleicht diese Strecke bemessen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir haben hier zwei Angaben für x, also wir müssen rechnen. Minus 6, minus 1 zum Quadrat, das wäre unser a-Quadrat, plus b-Quadrat. Müssen wir also gucken, diese Strecke hier ist lang, die beiden y's voneinander abgezogen, also minus 4, minus 7 zum Quadrat. Und das Ganze ergibt dann wieder unsere. Hypotenuse zum Quadrat oder unseren Abstand zum Quadrat. Minus 1, minus 6 ist minus 7. Dann können wir mal gucken, ob das dann auch hinhaut. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt, genau 7 Kästchen. Also minus 7 zum Quadrat. 7 mal 7 ist 49. Und dann haben wir hier minus 4, minus 7. Das ergibt minus 11. Gucken, wir, ob das hier 11, der Betrag 11 ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wunderbar. 11 mal 11 ist 121. Das Ganze ist unser d Quadrat. Dann können wir das berechnen. 49 plus 121 ist 170. 170 soll sein unsere Distanz, unser Abstand. Und jetzt müssen wir was machen auf beiden Seiten die Wurzel ziehen, richtig? Okay, was ist die Wurzel aus 170? Keine Ahnung. <laughs> Wurzel aus 170 gebe ich gleich in den Taschenrechner ein und die Wurzel aus d ist dann bloß noch d. Also hier haben wir dann unseren Abstand. Und dann, was ist die Wurzel aus 170? Da holen wir mal schnell den Taschenrechner rein. Also wir haben 170 und die Wurzel daraus. Wo ist meine Wurzel hier oben? Ist 13,0 sagen wir mal 4. Runden wir mal hier hin. Also 13,04 ungefähr. Haben wir denn hier 13,04. Also ungefähr. Ist ja nicht so hundertprozentig, genau. Also deine Hypotenuse, dein Abstand zwischen Punkt 1 und Punkt 2, ist 13,04 Einheiten lang.